Herzlich willkommen zurück zum Taumaturgen. Genau, wir sind wieder hier zurück. Wir waren hier, meine ich, letztes Mal durch. Und mittlerweile ist nochmal ein Patch veröffentlicht worden. Der nochmal ein paar Bugfixes und Performance-Verbesserungen bringen soll. Mal gucken, wie gut das jetzt hier funktioniert. So, wir nehmen den Wagen und reisen zurück ins Dorf. So, da sind wir. Findet die Person mit dem Laster, die mit dem Mord in Verbindung steht. Okay. Wir müssen auf jeden Fall nochmal mit Vesna sprechen, genau. Die Frage ist, wo war Vesna nochmal? Das war, glaube ich, hier, genau. Let's take a look around. Nee, das war die Kräuterfrau. Aber vielleicht können wir hier trotzdem nochmal mit ihr reden. Vielleicht können wir jetzt nochmal ein bisschen. You've been going in so many circles, your head will spin. Ach, wir müssen. Well then, I hope you'll still be alive. Okay, okay, wir müssen nochmal ein bisschen weitermachen hier. Drei Sachen haben wir noch nicht. Okay, nochmal Vesna suchen. Dann war das hier. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please, please. Aber wieso kann ich nicht mit ihr sprechen? I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Okay, wir können mit Vesna auf diese Art und Weise nicht sprechen. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Okay, dann müssen wir jetzt hier einmal untersuchen. Hier ist ja auf jeden Fall etwas. Scherben eines Tellers. Die Keramikscherben zittern vor Ärger und Frust. Der Streit brach urplötzlich aus. Vorwürfe und Klagen flogen durch die Luft und erfüllten sie mit Galle. Deren süßlicher, stechender Geruch führte zu Geschrei, Schuldzuweisungen und verletzenden Worten. Die Aufregung dauerte an, bis alle Beteiligten außer Atem waren. There are so many words of love inscribed here. Beschädigter Axtstiel. Ein beschädigter Axtstiel, die Spur darauf stimmt nicht mit der Spur von Vesna überein. Er wurde zwar schon lange nicht mehr verwendet und ist deshalb etwas schimmelig, trägt aber noch immer die Erinnerung an denjenigen in sich, der die Axt einst schwang. Ein Einzelgänger aus freien Stücken mit einem Gemüt so dornig wie ein Wacholderstrauch. Bittere Worte und deren Dornen haben den Stiel überwuchert, es sind jedoch auch einige wenige warme Worte zu erkennen, so zart wie Rosenblüten. Es sind Worte der Liebe an eine Person, die sich nicht vor Dornen fürchtet, eine Liebe, die mitunter schwierig ist, aber keine Gewalt kennt. Ehestreit. In diesem Haus leben Eheleute, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Sie streiten sich heftig und lauthals, bis ihnen der Atem ausgeht. Aber sie bleiben beieinander. Sie halten zueinander. Trotz allem. Aufrichtige Gefühle. So, jetzt ist hier mein Monitor einmal komplett ausgefallen. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Cut. So, weiter geht's. Können wir jetzt mit Vesna sprechen? Ah, hier können wir jetzt sprechen. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasili's burned out farmstead. Lucas sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. Am Axtstiel haftete die Spur von Luca. Sie stimmt mit der Spur auf dem Türrahmen des abgebrannten Gehöfts überein. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back.
He's not as talkative or polite as I am. Offensichtlich ist es nicht das erste Mal, dass Vesna mit jemandem mit ihrem Mann droht. Luca hat wohl nicht den besten Ruf im Dorf. Die Dorfbewohner halten Luca für einen Griesgram und Eigenbrötler. Er scheint jedoch auch ein Herz zu haben. Luca war in der Nacht in Vassilis Haus, als dieser ermordet wurde und das Haus abbrannte. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? Okay, wir können ihr die kleine Puppe geben. Oder mit dem Herzen antworten, aber ich würde ihr gerne die kleine Puppe geben. I think I've got something of yours. I found it by your father's burned out farmhouse. You've imprinted your fear onto it. I know because I'm a thaumaturge. I want to help. What do you want to know? Where can I find your husband? In the clearing, by the forest. He's chopping wood with the others. Thank you. Get that thing out of here. Okay, dann müssen wir jetzt zur Waldlichtung gehen und nochmal ganz gut Erfahrung bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zur Kutsche wahrscheinlich. Achso, wir könnten der Kräuterfrau natürlich nochmal Bericht erstatten wahrscheinlich. Das würde ich gerne nochmal machen. Let's take a look around. You've been going in so many. Nein. Well. Können wir tatsächlich nicht. Na gut. Ich hätte gedacht, dass das schon reichen würde. Aber das tut es offensichtlich nicht. Na gut, dann reiten wir oder fahren wir zur Lichtung. Ah, falsch. Gut, dass das Dorf nicht so riesig ist. Okay. Ach, hier ist die Kutsche. Again. This time it's a matter of life and death. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavac. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that Salvatore? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. Und da wären wir auch schon. Stelle Luca zur Rede. I'm not here to fight. Luca! You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Salitor here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Salitor is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his mouth again! Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could! Get out of here! Here you are, Bukavac.
Vesna's flaw is mine, and you're mine. Okay, jetzt können wir einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Interessant, ne? Jetzt gerade mal ist Geschichte. Die Kämpfe sind einfacher. Ausgeglichen, Herausforderungen-Modus-Kämpfe sind anspruchsvoll. Oder Herausforderungen. Das machen wir nicht. Wir bleiben mal bei ausgeglichen. Gegen wilde Salutoren kämpfen. Um einen wilden Salutor zu besiegen, musst du die Schatten loswerden, die ihn beschützen. Dadurch schwächst du den Salutor, aber je schwächer er ist, desto erbitterter schlägt er zurück. Am Balken siehst du, wann der wilde Salutor weitere Feinde in die Schlacht schickt. Okay, ja, das kann ja was werden. Okay, wir müssen jetzt gegen ihn hier kämpfen. Da geht's dann mit weiteren Kollegen weiter. Okay. Wir werden ein Manöver machen. Und dann die blutige Buße. Okay, die ist vorbereitet. Er hat noch 4 Fokuspunkte. Dann machen wir euch nochmal ein Manöver. Denn manchmal wäre die Chance, dass dann auch der Angriff abgebrochen wird. Aber nur manchmal. Status. Der Bukowatsch hat dich in den Status gepeinigt versetzt. Ein Status kann positive, negative und manchmal sogar tödliche Auswirkungen haben. Lies dir die Beschreibung sorgfältig durch, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Na super. Gepeinigt. Erleidet Schaden am Ende jeder Runde. Effekt addiert sich. Mal 4. Was addiert sich mal 4? Okay, wir machen einen Blitzangriff. Und die Frage ist. Ah doch, der scheint ganz gut Schaden zu machen, die Buße. So, was haben wir jetzt bekommen? Perfektionismus. Jeder Angriff gegen den Feind fügt maximalen Schaden zu. Das hört man gerne. 17 Punkte hat er noch. Blutige Buße führt gleich nochmal dazu, dass er 7 Punkte verliert. Dann hat er noch 10. Dann machen wir nochmal den geplanten Angriff. Und dann sollte das auch durch sein. Diese 4 Punkte, die wir da halt abgezogen bekommen, das ist halt schon echt heftig. Okay, jetzt haben wir hier gleich 2 stehen. Herzlichen Glückwunsch. So, haben wir den Kollegen hier. Und nochmal den. Der muss halt seinen Angriff jetzt beenden. Das wäre wichtig. Klappt aber nicht. Immerhin, wir sind nicht mehr gepeinigt. Er hat 2 Fokus verloren. Okay. Gleich werden wir aber wieder gepeinigt. Dann tritt und dann verdreschen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, den geplanten Angriff. Und die blutige Buße. Dann ist der nämlich weg. Wenn wir dann irgendwann mal wieder dran sind. Sieht aber gut aus. Jetzt sind wir dran, dann ist er dran und dann sollte das Thema sich hier erledigt haben. Hat's nicht. Warum hat's das nicht? 4 Lebenspunkte hat er noch. Okay, das ist schlecht. Dann machen wir hier einmal den Blitzangriff. Der hat keinen Fokus. Er hat 4 Lebenspunkte. Oder richtet sich das nach meinen Lebenspunkten? Ich hoffe mal nicht. Wir haben nur noch 10 Lebenspunkte. Bin mir gerade noch nicht sicher, wie wir das hier hätten besser hinkriegen können.
So, der ist noch einmal dran und dann sind wir dran. Oh, das wird knapp. Aber wir haben es geschafft. Knapp. Du hast ein neues Laster. Vehement. You lose, you lose, you lose. You're going crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Ein Salutor 10. Du hast den Bukavac besiegt, den Salutor der Dimension Hand, aber alleine kannst du ihn nicht zähmen. Rasputin kommt dir zur Hilfe. Der ungezähmte Salutor horcht deinen Befehlen nicht, verhindert, dass du dich weiterentwickelst und schwächt deine Tiefensicht. Glücklicherweise hat Rasputin seine Wut besänftigt. Du hast das Unmögliche erreicht. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you, why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine, I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go, you don't need to see this. Tja, wir machen mal das hier. Nothing has to be decided at the moment. Certainly not things that can't be undone. Well, exactly. Beat it, you scoundrels. There's enough blood in this village already. Sharing a village with murderers? You were the first to spill blood! It's not the same. If that's the case, you're banished from the village. Get out of here! We'll burn away the impurity you left in our village. Puh. Zumindest leben beide noch. Können wir jetzt noch einen Punkt verteilen. Wir haben jetzt hier den hier freigeschaltet, auf der Punkt, auf den ich bisher noch gar nicht gegangen bin. Ja, wir machen Aktion, Reaktion. Genau. Hier können wir, glaube ich, erstmal nichts weiter machen. Immens. Es gehörte, genau, steigert die Kraft der Dimension Hand um 1. Ah, okay. Das heißt, wir sind jetzt hier bei der tiefen Sicht. Nee, das hatten wir eigentlich schon. Okay. Und jetzt können wir uns aussuchen, mit welchen wir kämpfen. Gibt Schaden zu je niedriger Lebenspunkt des Feindes, desto schneller die Fähigkeit. Gibt auf alle Feinde. Das ist natürlich auch gut. Nicht von dieser Welt. Ist das das, was ich eben freigeschaltet habe? Nee, das war Aktion, Reaktion. Ich will mal ihn aus. Einfach nur mal, um zu testen, wie es ist. Ob ich damit etwas besser klarkomme. Thank you.
Ja, wir machen das mal. Der hat auch den Status gepeinigt und solche Sachen mag ich ganz gerne. Excuse me, sir. Do you happen to know when the train arrives? The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. The things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Ja, das ist ein bisschen weiter weg. Okay, wir gehen dann in der nächsten Folge dann in den Bahnhof hinein. Also, wir können hier nochmal gucken, was uns bei G... Achso, das war das hier. Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.